Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Medieval Engineers. Ja, ich habe jetzt mal schon die Ecke fertig gemacht, weil ich habe mir wirklich gedacht, das dauert dann echt zu lange, wenn wir das in der Folge machen. Und wie gesagt, ich bin ja gewillt, die Folgen jetzt kurz zu halten. So, hab das schon mal alles, hab mir hier auch noch, weil sonst hätte das blöd ausgesehen, sonst hätte ich jetzt nicht gewusst, wohin mit dem Licht dann im Endeffekt. Deswegen habe ich das dann jetzt mal so gemacht. Gut, jetzt würde ich das aber gerne nicht so kahl lassen wollen, wie es jetzt aussieht. Also habe ich mir gedacht, wir könnten ja mal mit den Battlements experimentieren. Und da gibt es ja noch diese Möglichkeit, Moment. So, da gibt es ja noch diese Möglichkeit mit diesen, habe ich die jetzt hier? Ja, da habe ich sie schon, weil ich habe schon mal probiert. Die Variante gefällt mir eigentlich am besten. Obwohl die von unten her besser aussieht. Das Problem ist aber bei dieser Variante, gut, ich meine, ich könnte hier die Wooden Stairs oder Wooden Floors noch drüber legen. Das Problem ist bloß, das würde sich an der Ecke nicht ausgehen. Weil ich müsste das dann quasi so machen. Moment, jetzt müsste ich mal kurz gucken. So, genau, weil ich müsste den dann hier hinsetzen, quasi. Und hier dann die Ecke ringsrum. Das wäre jetzt quasi diese Ecke. Und die würde dann so irgendwie, wo ist er denn jetzt? Na komm, es ging noch gerade. Ich mach da einfach. Naja, muss ich runtergehen. Ja, und die würde dann quasi, ja gut, okay, jetzt hat sie sich sogar falsch rumgedreht noch. Sehr schön. Aber die würde dann quasi so in der Luft schweben. Und das finde ich jetzt persönlich nicht so geil. So, Moment, zeige ich das nochmal kurz. So, hallo, bist du blöd? Was machst du denn? Du Sau, kann doch nicht sein. Ja, und ich glaube, ich hätte mir noch einen neuen Hammer machen sollen. Ja, auf jeden Fall sieht das blöd aus. Und mit den anderen Battlements, da würde das genau ausgehen. Von der Ecke her. Man könnte jetzt natürlich probieren, die zu kombinieren. Das ist aber auch nicht einfach. So, warte mal, da gibt es dann dieses, genau. Und da würde ich sagen, das sieht schon eindeutig besser aus, wenn das so abschließt. Ja, genau, weil sonst hätten wir hier nämlich dasselbe Problem, wenn ich jetzt das normale Stück nehmen würde, das dahin und dann die Ecke dran klatschen würde. Das würde, glaube ich, genauso blöd aussehen, glaube ich, weiß ich nicht, aber ich denke mal schon. Ja. So, deswegen wäre ich jetzt für die Variante, man könnte das aber wirklich mal kombinieren. Daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. So, pass mal auf, wir setzen das in der Ecke einfach mal so. Ich mache das mal von oben. Dann sehe ich das besser. Wie das auch wirkt oder auch nicht. Jetzt habe ich natürlich die Mauer fertig gemacht, aber hier die Reihe Cubes vergessen. Das ist natürlich auch geil. So, wie wäre es denn jetzt abwechselnd eigentlich? Moment, wir bräuchten jetzt, ne, das normale Stück. Ich meine, wie gesagt, hier in... Durch das Loch könnte ich ja quasi immer noch diese Floors setzen. Das wäre jetzt auch nicht das Thema. Und das würde sich vielleicht sogar noch ein bisschen abheben. So, genau. Das würde nämlich genau passen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und dann könnte man ja zum Beispiel mal dann so. Ah, da geht es sich hier nicht aus. Haha. Hahaha. Hahaha. Scheiße. 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 Na gut, dann müsste ich hier dann höchstens noch so ein anderes Teil hin. Aber dann muss es halt mit dem abschließen. Ach, das ist alles blöd. Alles blöd. Ne, ich glaube, ich mache das mit einer Variante. Ja. Das geht sich nicht aus hier. Obwohl das auch gut aussieht, ey. Oh. Aber es geht sich nicht aus. Das ist genau ein Block zu wenig, dass sich das ausgehen würde. Das ist genau ein Block zu wenig. Dann könnte man das immer so machen. Es würde quasi sogar richtig gut aussehen, wenn die nicht so weit, wenn ein Paar nicht so weit runter geht, dann das nächste Paar geht wieder ein bisschen weiter runter. Das sieht jetzt in der Vorbereitung sogar schon mal nicht schlecht aus. Aber nein, es soll nicht sein, es soll nicht sein. Scheiße. Gut, wir könnten es höchstens andersrum probieren.
Moment. Moment, wir haben ja für das Teil. Nimm das jetzt nochmal weg. Klopf das mal weg. Also Ecke bin ich mir definitiv sicher, wird das normale Teil sein, weil das besser um die Ecke abschließt. Und wir könnten jetzt probieren. So, die Ecke noch weg. Nehmen sie weg. Da gibt es ja auch eine Ecke. Von dieser hier, da hat der Hause. Dass wir das vielleicht so machen. Dann müsste ja quasi hier normales, hier so eins. Dann wieder so eins. So, das geht sich aus. Jawohl. So, dann hier. Und hier würde ich ja sowieso noch um die Ecke rumgehen wollen. Wie ich das dann mit dem Boden mache, weiß ich noch nicht. Weil das ist dann ja auch über der Mine. Müsste ich dann halt mal gucken, wie sich das dann ausgeht. Aber ich würde jetzt erstmal die Battlements setzen wollen. Genau, das wäre der normale. So. Ist halt ein bisschen Mischmasch, ne? So, aber so würde sich das ausgehen. Gut, sehr schön. Danke für die Hilfe, Leute. So, und ich habe übrigens mal noch ein bisschen Platz im Inventar geschaffen. Also das meinte ich jetzt damit, dass das quasi, dass es quasi besser um die Ecke abschließt. Wenn ihr da andere Möglichkeiten habt, dann sagt es mir bitte. Ich gehe mal hoch, das macht sich besser mit Bauen. Da muss ich nicht so blöde gucken. So, und hier könnte man dann ja immer noch die so eine Reihe Wooden Floors setzen, wenn das geht. Müsste ich mal gucken. Weil sonst müsste man immer Angst haben, durch die Löcher durchzufallen. So. Ach, die brauchen echt bloß einen Schlag, ne? Gut, die sind ein bisschen massiver, die brauchen dann schon mehr. Hier, das meinte ich, weil das wäre jetzt genau über der Mine. Und da müsste ich dann mal gucken, wie ich es mache. So, aber nichtsdestotrotz werden wir hier jetzt erstmal noch ein paar Cubes hinflanschen. So. Gucken, ob die noch reichen. Die Stones. Gucken, ob wir heute noch mal eine Terraforming-Folge machen, aber ich habe eigentlich selber jetzt quasi noch ein paar andere Ideen. Ja, das war ja klar. Das war ja klar. So, gut, ne, dann gucken wir mal, wie es aussieht. Achso, halt, warte mal, ich könnte erst mal gucken, ob ich die Floors da oben drauf kriege, die Halfway. Hier sind sie doch. Weil es kann sein, dass es nicht geht. Ich hoffe es mal nicht. Ah, guck mal, es würde so nicht gehen. Ne, der ist rot. Das funktioniert leider nicht. Aber pass auf, wir haben ja Planken. Wir haben ja Planken. So. Da könnte man sich ja jetzt quasi einen Fixpunkt suchen. So. Zack. Zack. Kann man noch einen rüber gehen. So. Das ist ja nicht so schlimm. Dann haben wir die quasi auch abgeschlossen, dass man hier nicht mehr reinfällt. Also so gefühlt reinfallen. Mehr ist es ja nicht. Jetzt habe ich die Faxendicke, jetzt drehe ich dich. Und wir kriegen auch gleichzeitig wieder ein bisschen Platz im Inventar. Da könnte man Opus ransetzen eigentlich, ja? Ja, können wir dann immer noch mal. Ich will das dann aber auch erstmal schnell von unten sehen. Nein, nein, ich hab's verkackt, ich hab's verkackt. Gib mir das. Ja, gib mir das. Geht sich das jetzt aus? Ah, jetzt müsste ich natürlich kürzen. Ne,
Ne, noch eins, glaube ich, ja. So, neuner müsste es jetzt sein. Das ist dann mit den Vieren passt. Ja. So, hier können wir ruhig wieder auf volle Länge gehen. Ah, guck mal. Sehr schön. Dong, dong, dong. Dong, dong, dong. Dong. So, und hier müssen wir jetzt auch schon mal gucken. Ja, das würde ich jetzt sogar auch schon mal weglassen. Da müssen wir dann auch schon mal gucken, wie ich dann um die Ecke gehe. Aber das würde ich jetzt auch noch machen, ja. Da sieht es sogar auch noch besser aus. Muss man mal gucken, ob man das von unten sieht. Das wäre vielleicht noch interessant. Der wird jetzt natürlich richtig klein. Aber es macht ja nichts. Dafür können wir ja skalieren. Nö. So, zack. Und zack. Jetzt. Ach Gott sei Dank, es gibt nichts, was einen hier auffällt im ME. Sehr schön. So, jetzt kann man hier nämlich auch nochmal drüber laufen. Dom, 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 dom. So, sehr schön. Jetzt gucke ich mir das Ganze mal von unten an. Ja, hier kann man ja noch einen Pillar hinstellen. Also durchfallen tut man hier nicht. Nee. Oh, Entschuldigung. Da hat die Nase gejuckt. Wie Blade. Wieso ist die Fackel eigentlich an? Moment mal eben. Entschuldigung. So. Okay, ja doch, das kann sich sehen lassen. Jetzt könnte man zum Beispiel... Kriege ich die hier hingesetzt? Ja. So eventuell. Oder würde ich die auch wieder reinbauen? Also ich glaube, reinbauen würde besser kommen, oder? Weil es müsste ja nichts Großes sein. Pass mal auf, ich glaube, das würde sogar schon ausreichen. Gut, da müsste ich da unten jetzt natürlich auch noch einen Cube reinsetzen. Zack. Aber den müsste ich natürlich auch noch bauen. Mann. Junge, konzentrier dich. Den hier. Achso, das ist bloß wieder ein Durchgang. Der hat ja hinten keine Wand, oder? Das sieht man auch nicht wirklich viel. Das ist ein Door. Und das ist der Archery. Mit dem kriege ich es nicht hin, da brauche ich doppelt, ja. Ja gut, mal gucken. Probiere das jetzt einfach. Mal den hier. So, der hat hinten zwar keine Wand. Ja, es wird eh wieder missing. Ja, verdammt. Das ist doch Blade. Achso, Quatsch, ich muss ja runter. Das ist der Blade. Geht ja jetzt quasi nur darum, dass es da unten nicht so eintönig aussieht. Achso, hier sind noch große drin. Okay, dann gehen wir eben hier hin. So, das waren schon wieder viel zu viele Steine, das weiß ich jetzt schon. So. Jetzt müsste ich das natürlich noch auspaddeln. Und mein Inventar ist voll. Sehr schön. Warum denn auch nicht? So, jetzt müsste ich da hinten aber wenigstens noch irgendwie eine Wand reinkriegen. So, und da liegen jetzt gerade die Steine im Weg. Hm.
wäre ja quasi nichts anderes wie das. Die Frage ist, sieht das bloß wirklich so gut aus? Ich habe gerade echt die Bezweiflung, dass das so ist. So ein bisschen. Zumindest halt. Nicht 6, 5. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Jawohl. Achso, ich müsste erstmal. Was habe ich denn hier fallen lassen? Oh. Steine. Ja, warte mal kurz. Ich gehe mal kurz ein bisschen Platz machen. Ach, Scheiße. So, müsste passen. Müsste passen. Müsste passen. So, gib mal her, ja, die Klumpen. Es geht auch ein bisschen zu weit rein, oder? Und dann ist es bloß so enge. Schon blöd. Mir fehlt eigentlich wirklich, dass man das hätte. Ja, ich ziehe jetzt jemand hier vor. Keine Böcke. Keine Böcke. Ja, und hier kann ich sie nicht reinsetzen, weil... Scheiße. Könntest du höchstens so dran setzen. Dann würde sie von hinten dran liegen. Ja gut, es geht jetzt auch noch, aber... Ich glaube, so richtig anfreunden kann ich mich mit der Lösung nicht, ja. Das ist irgendwie komisch. Das hat so einen faden Beigeschmack. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Also für mich. Ich meine, wir machen das jetzt erstmal so. Vielleicht gewöhnt man sich im Laufe der Zeit dran. Bloß jetzt irgendwie bloß wieder so ein bisschen was dran klatschen wollte ich jetzt halt auch nicht. So. 4. Und die 7. Und da haben wir es gleich im Arsch. Um hier irgendwie so ein bisschen Akzente zu setzen, um was reinzustellen, geht das immer noch. Was habe ich denn jetzt schon wieder verloren? Wieso verliere ich denn hier immer einen Haufen Steine? Das gibt's doch nicht. So, und das würde jetzt, genau, bei allen normalen. Können wir das hier schon mal rausnehmen. Ruhig, Brauner. Schon wieder fallen lassen? Ne. Und dann hier noch. Und du dann noch. So. So, ich glaube, bei dem wäre es gar nicht so schlimm, weil da sind schon Steine dahinter. Da wäre das jetzt gar nicht das Thema. Müsste jetzt aber hier noch erstmal überall. Zack. So, und da straft sich das jetzt, dass ich das vorher nicht schon gemacht habe. Ja. Da straft sich das jetzt. Das dauert jetzt alles dadurch länger. So. Ja, mal gucken. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Aber jetzt, für einen Moment mache ich das jetzt erstmal so. Auch wenn es mir eigentlich nicht passt. Aber ihr kennt mich. Was mir nicht passt, das bleibt auch nicht bestehen. Und wenn ich dann nochmal alles umbauen muss. Schließlich habe ich die Treppe hier auch nochmal abgebaut. So. Man könnte das halt wirklich bloß nutzen als, ja, keine Ahnung. Ich glaube, hier nutze ich gleich mal einen Cube. und der Hammer ist im Arsch. Scheiße.
Ah, sieht aber schon gut aus. Es sieht schon gut aus. Kann man nicht sagen. Halt, ich muss hier hinter. Es brodelt, es brodelt, es brodelt. So, schmeißen wir noch ein Brett rein. Jawohl. Schmeiß jetzt noch. Ja, ich verschwende jetzt meine ganzen guten Bretter, für die ich ewig lange gesucht habe. Oder beziehungsweise zum Anfang. Also länger her, anno dazu mal. Kann man ja wirklich fast sagen. Nein, und jetzt habe ich keinen. Kein Timber mehr. Aber das mache ich mir jetzt einfach. Hey. Hallo. Achso, I. Furchtbar. Nee, runde immer nicht. Bloß gut, dass ich noch Baumstämme einstecken hatte. So, Bronze. Din, 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 din. Ich finde es aber auch schön, dass man immer gleich die komplette, die kompletten Ressourcen, also bis auf das Holz natürlich, wieder kriegt. Das erspart einem viel Farming-Arbeit. Aber hey, vielleicht kommt das ja noch. Ich sollte es nicht so laut sagen. So, wo waren wir denn jetzt? Hier? Ne, der war durch. Ja doch, da war ich trotzdem dort. Okay. Einmal drehen. Ja, es sieht wirklich komisch aus. Also, ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, das wird echt so ein Ding, wo ich mich nicht mit anfreunden kann. Aber na gut, jetzt ist es erstmal so. So. Ist natürlich, also für jemanden, der hier angreifen will, ist das natürlich echt gut. Wenn der hier beschossen wird von irgendwo, der kann sich mal schnell. Aber darum geht's ja nicht. Das war jetzt bloß mal so nebenbei der Einfall, dass es dann eigentlich so hätte sein können. Ja, ja, so ist das halt mit der Planung. So. Also. Gut, ich würde jetzt aber sagen, hier nehme ich auch gleich nochmal einen Cube. Weiß gar nicht, warum ich das hinten nicht gemacht habe. Wo muss ich den Scheiß immer drehen? Verstehe ich es nicht. So, dann hier noch ausbuddeln. Und dann nochmal Dreck entsorgen gehen. Ohne runter zu verlallen. Ja, das habe ich nicht vergessen. Das prägt sich ein, sowas. Das vergisst man so schnell nicht. Ach ja, genau. Jetzt ist es, jetzt gerade jetzt ist es Inventar wieder voll. Ah, lol. Das ist echt blöd. Natürlich kriege ich den dadurch nicht gesetzt. Ach, Mann. Weißt du was? Scheiße. So, was haben wir denn hier? Ach so, weil ich den Timber jetzt noch hatte. Ah. Bleibst halt dort liegen. So. 4. Zack. Und dann gucken wir uns das jetzt gleich nochmal an. Natürlich ohne den Müll. Den gehe ich jetzt noch schnell wegschaffen. Das wäre zum Beispiel jetzt eine gute Stelle, um irgendwie Licht zu machen oder so. Dass das hier alles ein bisschen beleuchtet ist. Ah, du warst auch noch nicht fertig. Okay, gut zu wissen. Bloß gut, dass ich nochmal vorbeigekommen bin. So, dann entsorge ich mal schnell den ganzen Mist hier. Zack. Und zack. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz schnell schauen, wie das jetzt aussieht, was wir jetzt gerade geschafft haben.
So. Naja. Sieht ja im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht aus. Halt, ich muss mal das SAT ausmachen. Gut. Ja. Ich müsste mal gucken, es gibt glaube ich noch Mods, wo man das noch ein bisschen verschönern kann. Aber so im Großen und Ganzen sieht es doch gar nicht schlecht aus. Von daher ist schon mal ein ordentlicher Wall. Ein ordentlicher Wall. Jawoll. Dann mit dem Tor. Das Tor hätte jetzt bloß zu sein müssen, dann hätte es noch besser ausgesehen. Gut, aber ansonsten in diesem Sinne, mit diesem Ausblick auf den entstehenden Wall, sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein bisschen Feedback da und wir sehen uns in der nächsten Folge von Medieval Engineers. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und tschüss.